Ja, hallo, ich bin Janis, Lotse auf der diesjährigen MS Wissenschaft 2014. Und wir Lotsen sind dafür zuständig, den Besuchern Informationen zu geben und einzelne Exponate zu erklären. Mein Lieblingsexponat ist das Exponat Digitale Biologie, anhand der man die Morphologie von einzelnen Lebewesen vergleichen kann mit der DNA von Lebewesen. Sprich, wir können anhand der Gene der einzelnen Lebewesen schauen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die Lebewesen zueinander stehen. Und anhand des Exponats können wir erst einmal die Lebewesen nach der Morphologie zuordnen. Und danach können wir mittels einer Datenbank die einzelnen DNA-Stränge der Lebewesen abgleichen und so versuchen, ein Verwandtschaftsverhältnis herzustellen. Dafür können wir auf das einzelne Lebewesen raufklicken und dann sieht man jeweils das Lebewesen mit einem grünen Kreis drumherum, steht mit dem Lebewesen, was ich angeklickt habe, in diesem Fall dem Hausrind, in enger verwandtschaftlicher Beziehung. Das können wir letztendlich für jedes einzelne Lebewesen machen und können dann versuchen, dass wir eine Systematik, eine passende Systematik der Lebewesen, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, hinbekommen. Zum Beispiel hier jetzt der Mount Rushmore und ihr müsst jetzt, also du fängst an, deswegen leuchtet bei dir der blaue Button, musst du deine architektonischen Bauwerke hier richtig zuordnen. Musst halt gucken, zum Beispiel nimmst du jetzt die Akropolis und sagst, ist die älter oder ist die jünger als der Genau, dann musst du auf die Seite gehen, wo alt steht und packst da die Karte hin. So. Gut. Und jetzt siehst du,